Ja, der Landkreis sollte einfach aktiv werden beim Ausbau öffentlichen Nahverkehr. Und er sollte auch die Einwohner im Landkreis dabei unterstützen, dass man wirklich jede Dachfläche ausnutzt für Photovoltaik und dass man auch die Windenergie voranbringt, dass man da wirklich die erneuerbaren Energien bei uns im Landkreis die Erzeugung steigert und die Effizienz beim Einsparen auch voranbringt, dass man da wirklich die Potenziale ausnutzt, die bei uns vorhanden sind.